Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal zu einem weiteren Film in meiner Serie über die Parrot Anafi-Drohne. Ja, wie ihr unschwer erkennen könnt, ist die Drohne selbst noch hier im Koffer drin. Und den Koffer, den habt ihr ja auch schon ein paar Mal sicherlich in den anderen Filmen der Serie gesehen. Hierbei handelt es sich um einen Koffer von MC Cases für die Parrot Anafi-Drohne mit reichlich Platz für Zubehör. Und ich nutze diese Koffer von MC Cases ja schon seit vielen Jahren für meine Drohnen, weil sie sehr stabil sind und auch sehr aufgeräumt sind und ich da alles reinbekomme, was ich für meine Filme dann draußen im Einsatz brauche. Und heute möchte ich euch diesen Koffer einmal genauer vorstellen. Wir starten wie immer zunächst einmal mit den technischen Daten. Die Breite des Koffers hier 33 cm, die Tiefe so etwa 28,5 cm und die Höhe, die liegt bei 15 cm. Ich stelle ihn euch auch jetzt nochmal auf die Waage. Allerdings ist der komplett voll. Das bedeutet, wir werden ihn am Ende nochmal auf die Waage stellen. Hier haben wir jetzt ein Gewicht von 3,16 Kilogramm. Wie gesagt, voll, komplett. Und was da alles genau drin ist, das schauen wir uns natürlich gleich auch an. Bevor wir aber ins Innere schauen, gehen wir ganz kurz noch auf die Äußerlichkeiten ein. Auf die muss man ja auch so ein bisschen achten. Wir haben hier an den Seiten zwei Verschlüsse, die sind so zweistufig, sodass der Koffer nicht so leicht versehentlich geöffnet werden kann und auch auf jeden Fall immer sicher verschlossen ist. Außerdem gibt es hier einen Handgriff und hier dann ein Druckausgleichsventil, sodass der Koffer also auch im Flugzeug transportiert werden kann. Dann sehen wir hier noch so zwei Bänder, die den Koffer verstärken. Die sind auf der Rückseite hier hinten nochmal, sodass der erstens sicher steht und zweitens sehr, sehr stabil ist. Und hier, wer genau hinschaut, der wird hier feststellen, hier sind so zwei Ösen. Da könnt ihr zum einen den Koffer dran verschließen, nochmal zusätzlich, wenn ihr das wollt, mit einem Schloss. Oder aber ihr könnt hier auch einen Tragegurt dran machen, um den quasi als mit dem Schultergurt über euch über die Schulter zu hängen. Auch hier an den Seiten ist alles relativ kräftig verstärkt. Ich drehe den auch mal gerade um, dann seht ihr auch die Unterseite. Hier seht ihr ebenfalls, dass es verstärkt ist. Die Bänder, die gehen hier so durch. Hier unten dann so Standfüße. Hier ist so ein bisschen Dreck dran, weil ich den Koffer schon in Benutzung hatte und weil das Wetter ja sehr warm und staubig ist. Deswegen nicht so sehr aufs Äußere achten. Ja, das ist das, was der Koffer hier zu bieten hat. Ein sehr solider, sehr stabiler Koffer und jetzt schauen wir natürlich als nächstes mal dann auch ins Innere rein. Im Innern schauen wir uns zunächst mal den Deckel an. Der ist komplett mit Schaumstoff ausgekleidet und ringsherum haben wir hier so einen Gummiring, der dafür sorgt, dass der Koffer wasserdicht und staubdicht verschlossen wird. Darunter das Scharnier komplett durchgängig und auch mit einem Kunststoffkern, sodass da also nichts rosten kann und das Ganze sehr robust ist. Im Hauptfach selber haben wir dann hier nochmal Schaumstoff. Der ist so blau-grau gehalten und in verschiedene Fächer vorgefertigte Fächer unterteilt. Da haben wir zunächst mal hier ein Fach für die Anafi-Drohne selber. Und wenn ihr da mal reinschaut, dann werdet ihr feststellen, dass hier auch extra nochmal Schaumstoff angebracht wurde, um den Gimbal, um die Kamera da zu stützen, sodass die da nicht drin rumfliegt und rumwackelt. Das ist sehr gut. Darunter verbirgt sich aber noch ein weiteres Fach. Man kann das hier rausnehmen, ganz einfach den Boden. Und da befindet sich noch Platz für zwei weitere Akkus, sodass ihr allein in diesem Fach hier schon drei Akkus mitnehmen könnt. Insgesamt könnt ihr noch zwei weitere Akkus hier reinsetzen, nämlich hier und hier, sodass ihr mit diesem Koffer insgesamt fünf Akkus transportieren könnt. Zwei hier in diesen Fächern, zwei hier unten drin und ein Akku ist natürlich hier nach wie vor in der Anafi-Drohne selber drin. Ja, dann kommen wir gleich zu dem Fach hier neben. Da ist ein etwas kleineres Fach und das ist, darin findet dieses Paket Platz, wo die Ersatzpropeller drin sind und auch das Werkzeug. Dann habt ihr hier noch so zwei runde Fächer. Da könnt ihr zum Beispiel Stifte oder Schraubenzieher reintun, wenn ihr da noch sowas in der Art benötigen solltet. Das nächste große Fach, das ist dann das für die Fernsteuerung. Die passt hier ebenfalls wunderbar rein und die Steuerknüppel, das seht ihr schon, die sind hier auch entsprechend geschützt, sodass da kein Druck drauf ausgeübt wird. Hier oben haben wir dann noch ein kleineres, schmales Fach. Ich habe das jetzt genutzt, um da das Kabel reinzustecken, das Verbindungskabel zwischen Smartphone und der Fernsteuerung.
Ja, dann kommen wir zum dritten, etwas größeren Fach. Das verbirgt sich hier hinter. Das kann verschlossen werden mit diesem Deckel, mit diesem schönen Griff in Form einer Anafi-Drohne. Und da drin habe ich zwei Kabel. Zum einen USB Type-C auf Type-C-Kabel und ein normales USB auf Type-C-Kabel und ein Doppelladegerät, das hatte ich euch auch schon vorgestellt, zum Laden der Akkus sowie der Fernsteuerung. Ja, dann haben wir hier noch ein etwas großzügigeres Fach, wo ich zum Beispiel Visitenkarten drin habe oder auch hier diesen kleinen Führerschein, den Kenntnisnachweis bzw. meinen Versicherungsnachweis. Auf der anderen Seite haben wir dann noch Platz für das Smartphone. Das hier ist jetzt ein iPhone X. Ihr seht, das passt hier rein und es ist immer noch Luft da. Das heißt, auch etwas größere iPhones oder Smartphones finden hier drin Platz. Und ich habe hier auch noch so eine Schutzhülle drum. Das heißt, auch dickere kriegt man hier problemlos mit. Ansonsten haben wir dann hier noch zwei Fächer für eine SD-Karte und ich habe hier einen Adapter quasi mit Micro-SD-Karte. Na, jetzt ist runtergefallen. Ein Adapter mit Micro-SD-Karte drin. Da kann man hier zwei Stück von mitnehmen. Einmal hier und einmal hier. Und zu guter Letzt kann man noch mehr SD-Karten mitnehmen hier in Form einer solchen Verpackung. Dafür sind hier ebenfalls zwei Fächer nochmal vorgesehen, sodass ihr da ebenfalls nochmal SD-Karte und Adapter mitnehmen könnt. Insgesamt also mit der SD-Karte, die in der Anafi-Drohne drin ist, Platz für 5 Micro-SD-Karten bzw. Adapter. Und jetzt stellen wir den leeren Koffer zum Abschluss nochmal auf die Waage. So, stellen wir den komplett leeren Koffer nochmal auf die Waage und da kommen wir auf 1791 Gramm, also knapp 1,8 Kilogramm, die hier der Koffer von MC Cases für die Parrot Anafi-Drohne auf die Waage bringt. Wie eingangs schon erwähnt, nutze ich diese Koffer von MC Cases schon seit längerem und ich bin auch sehr zufrieden damit. Sie sind sehr robust, man bekommt eine ganze Menge rein und die Sachen sind darin sehr aufgeräumt gelagert. Ihr habt es ja gesehen, man hat vieles im direkten Zugriff, kommt überall leicht an die Sachen ran. Das erleichtert es in der Praxis und der Koffer, wie gesagt, auch selber sehr, sehr robust und qualitativ hochwertig. Das Ganze hat natürlich auch seinen Preis. 99 Euro ruft MC Cases für den Koffer auf. Das ist eine ganze Menge Geld, aber nicht zu viel für einen solch hochwertigen Koffer. Von daher auch hier wieder eine klare Empfehlung. Ja, soweit mein Film über den Koffer von MC Cases für die Parrot Anafi-Drohne. Ich hoffe, er hat euch gefallen und falls ja, dann freue ich mich wie immer über nette Kommentare hier unten drunter. Gerne auch einen Daumen nach oben da lassen, würde mich echt freuen. Empfehlt mich weiter und falls ihr es noch nicht gemacht haben solltet, dann abonniert den YouTube-Kanal und vergesst auch nicht auf das Benachrichtigungssymbol zu klicken, damit ihr eben immer über die kommenden Filme informiert werdet. Von mir zum Abschluss wie immer vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.